Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Ja, für mich persönlich war es natürlich ein schönes Gefühl, endlich wieder dabei zu sein, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und endlich wieder um Punkte zu spielen. Und ja, leider ist mein Debüt nicht so gut gelungen, aber ich denke, wir haben trotzdem sehr gute Ansätze gezeigt. Die Gegentore fallen leider zu einfach. Wir wussten, dass es schwer wird heute, aber ich denke, es war trotzdem kein so schlechtes Auswärtsspiel. Wir müssen uns manchmal ein bisschen cleverer anstellen, gerade wo wir 1-0 führen gegangen sind. Das haben wir super gemacht, aus wenig viel gemacht. Jetzt müssen wir halt nächste Woche gegen Chemie, Freitagabendspiel, freuen wir uns alle drauf, jetzt Kräfte sammeln und dann Gas geben für 3 Punkte zu Hause im Heimspiel. Der Matchplan, gerade in der ersten Halbzeit, ist komplett aufgegangen. Wir wollten tief stehen, das Zentrum dicht machen, weil wir wussten, dass sie fast alles über das Zentrum spielen. Das haben sie auch teilweise versucht, aber nicht gelungen. So haben wir auch das 1-0 dann geschossen, aus dem Konter raus. Und zweite Halbzeit ging es leider nicht mehr ganz so auf. Und vielleicht lag es auch an den Kräften, die wir nicht mehr hatten. Ja, ärgerlich, aber munter putzen, weitermachen. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.